Hallo liebe Kindergartenkinder, da ist wieder die Frau Diehl. Ich hoffe, du hast heute viel Zeit für mich. Ich habe nämlich viel mit dir vor. Ich möchte dir zuerst ein Buch vorlesen und danach wollen wir noch was arbeiten miteinander, was basteln. Also, jetzt fangen wir zuerst an, das Buch vorzulesen. Setz dich bequem hin. Sitzt du gut? Ja. Dann lesen wir jetzt vor. Das Buch von dem kleinen Käfer immer frech. Zähl doch mal gleich, wie viele Punkte der hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merkt ihr, wie viele Punkte der hat? Das wird heute noch wichtig. Der kleine Käfer immer frech. Es war Nacht. Die Leuchtkäfer tanzten im Mondschein. Um 5 Uhr morgens ging die Sonne auf. Ein freundlicher Marienkäfer flog von links auf ein Blatt, auf dem viele Blattläuse saßen. Er wollte die Blattläuse zum Frühstück fressen. Im gleichen Augenblick flog auf dasselbe Blatt von rechts ein frecher Marienkäfer. Auch er wollte die Blattläuse zum Frühstück haben. Guten Morgen, sagte der freundliche Käfer. Verschwinde, schrie der freche Marienkäfer. Diese Blattläuse gehören mir. Ja, wir können sie uns doch teilen, schlug der freundliche Käfer vor. Nichts da, ich will sie alle haben, kreischte der Freche. Oder willst du mit mir kämpfen? Na ja, wenn du unbedingt willst, antwortete der freundliche Käfer und sah ihm dabei fest in die Augen. Der freche Käfer ging einen Schritt zurück, er war sich seiner Sache nicht mehr ganz so sicher. Ach geh, sagte er dann, du bist mir doch viel zu klein, ich suche mir lieber einen größeren. Das tue ich auch, brummte der freche Käfer. Du wirst es sehen, du wirst es sehen. Und er blähte sich auf und flog davon. Um 6 Uhr morgens traf er eine Wespe. Und der Käfer sagte zur Wespe, komm, kämpf mit mir. Nun ja, wenn du unbedingt willst, sagte die Wespe und zeigte ihm ihren Stachel. Ach geh, du bist mir doch viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 7 Uhr sah der freche Marienkäfer einen Hirschkäfer und sagte, komm, kämpf mit mir. Nu ja, wenn du unbedingt willst, sagte der Hirschkäfer und sperrte seinen Kiefer auf. Ach geh, sagte der freche Marienkäfer, du bist mir viel zu klein. Und er blähte sich auf und flog weiter. Um 8 Uhr traf er eine Fangheuschrecke und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte die Fangheuschrecke und zeigte ihm ihre langen Fangbeine. Ach geh, sagte der freche Käfer, du bist mir doch viel zu klein. Er blähte sich auf und flog weiter. Um 9 Uhr flog er fast in einen Spatz hinein und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte der Spatz und öffnete seinen spitzen Schnabel. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 10 Uhr sah er einen Hummer und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte der Hummer und sperrte seine scharfen Zangen auf. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Marienkäfer,
blähte sich auf und flog weiter. Um 11 Uhr stieß er auf ein Stinktier und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte das Stinktier, drehte sich um und hob den Schwanz. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 12 Uhr mittags spürte er eine Riesenschlange auf und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, zischte die Schlange, gleich nach dem Mittagessen. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 1 Uhr begegnete er einer Hyäne. Komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte die Hähne grinsend und bleckte die Zähne. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 2 Uhr traf er einen Gorilla und sagte, komm, kämpf mit mir. Oh, wenn du unbedingt willst, sagte der Gorilla. Oh, und schlug sich auf die Brust. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 3 Uhr rempelte er ein Nashorn an und sagte, komm, kämpf mit mir. Wenn du unbedingt willst, sagte das Nashorn und senkte sein schweres Horn. Ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 4 Uhr traf er einen Elefanten und sagte, komm, kämpf mit mir. Dörö, wenn du unbedingt willst, sagte der Elefant und hob seinen Rüssel und zeigte seine riesigen Stoßzähne. Törö, ach geh, du bist mir viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 5 Uhr sah er einen Wal und sagte, komm, kämpf mit mir. Aber der Wal gab keine Antwort. Du bist mir sowieso viel zu klein, sagte der freche Käfer, blähte sich auf und flog weiter. Um 4:15 sagte der freche Käfer zu einer Seitenflosse des Wals, komm, kämpf mit mir. Aber er bekam keine Antwort und flog weiter. Um 5:30 sagte der freche Käfer zu der Rückenflosse des Wals, komm, kämpf mit mir. Er bekam keine Antwort und flog weiter. Um 7:15 sagte der freche Käfer zu der Schwanzflosse des Wals, komm, kämpf mit mir. Und da bekam er von der Schwanzflosse des Wals einen solchen Schlag, dass er im hohen Bogen über Meer und Land flog. Um 6 Uhr abends kam er dort wieder an, wo er morgens losgeflogen war, auf dem Blatt mit den Blattläusen. Da bist du ja wieder, sagte der freundliche Marienkäfer, du wirst hungrig sein. Einige Blattläuse sind noch übrig geblieben. Du kannst sie gern zum Abendbrot fressen. Ich danke dir, sagte der nasse, müde und hungrige Marienkäfer. Teilen wir sie uns? Bald waren alle Blattläuse verzehrt. Dankeschön, sagte das Blatt. Gern geschehen, sagten die beiden Marienkäfer und gingen schlafen. Die Leuchtkäfer, die tagsüber geschlafen hatten, erwachten und tanzten im Mondschein.